Es muss nicht immer Sahne sein. Das haben sich die beiden Damen heute gedacht. Und zwar die Nelly, die kennt sie schon. Und dann die Lilly, die kennt sie noch nicht. Aber die lernt sie bestimmt in nächster Zeit kennen. Sie wird im Moment eingearbeitet bei uns und wir freuen uns sehr. Und die haben schon was vorbereitet und wie das halt immer so ist, aufgeregt sind sie immer, gell? Aber man muss einfach ins Wasser springen, damit man schwimmen lernt. Und darum dürfen die zwei jetzt zeigen, was sie gemacht haben. Wir haben schon einen gebackenen vorbereitet. Das heißt, wir haben ihn schon gebacken und natürlich probiert. Und der schmeckt wirklich super. Und jetzt Nelly, jetzt sagt sie mir mal, wie du das gemacht hast. Das ist nämlich ein, ja, ich möchte sagen, vielleicht wie so ein Hefemürbeteig, da ist Backpulver drin, aber auch ein, wie viel haben wir Hefe? Nein. Eine Teelöffel Hefe. Ein Teelöffel Elko Trockenhefe haben wir dazu. Und jetzt, Nelly, sagen die Mädels, wie ist das Ganze? Wir haben einen Hefeteig gemacht, wir haben zwischen zwei Folien ausgerollt und jetzt füllen wir mit Kirschfüllung. Jetzt sag schon mal noch, wie viel zwei Gläser Kirschfüllung, wie viel Fruchtquell brauchen wir? Ungefähr 6 Löffel Fruchtquell. Bei 2 Gläser reichen 6 Löffel Fruchtquell? Ja, muss man schauen, wenn ein bisschen dick ist, dann passt es. Passt schon, ja. Der Fruchtquell gibt es natürlich bei Lumara zu kaufen. Und jetzt spritzt du da eine Reihe Kirschen drauf, Nelly? Jetzt rollen wir ein bisschen. So. Doch ganz gut. So, und jetzt schneiden wir mit Teigrädchen durch. Mit dieser Seite schneiden wir auf der Folie. So. Ja, und jetzt in der Mitte schneiden wir einmal und das kommt in unsere Form rein. Das macht jetzt die Lilly. Lilly, das hast du schon geübt, das kannst Lilly, du nimmst jetzt du in schon. Hand jetzt? Trau dich einfach. Ja. Genau, und wir haben sie in der Mitte geteilt, die Stränge, weil das ist ein sehr mürber Teig schon, mehr ein Mürbteig, damit er sich besser in die Form legen lässt. Und jetzt machen wir weiter, bis die Form voll ist. Einmal zeigt die Lilly noch einmal und ihr tut es euch immer leichter, wenn ihr nicht schon vor dem Füllen schneidet, sondern immer erst, wenn die Füllung schon drin ist, dann funktioniert das besser. Und mit der Folie lässt sich das wunderbar rüberklappen. Das sind so kleine Handgriffe, die muss man einfach wissen. Teigrädchen durch, mit dem gewellten Teig schneiden, mit dem Teigabstecher in der Mitte teilen und die Lilly legt es wieder in unsere schöne Achteckform schmal. In unserer Rührschüssel haben wir Mandelblätter gemischt mit Knusperbinnen von Firma Elko und jetzt streuen wir obendrauf. Und dann backen wir ungefähr eine halbe Stunde in der Backofen mit 180 Grad. 30 Minuten und dann schauen wir, wenn fertig ist. Ja? Verteile ich noch schon unsere Streusel obendrauf. Unsere Kirschkuchen sind fertig. Und wenn Sie sagen, wir haben jetzt aus einem Rezept zwei gemacht, und wenn Sie sagen, ich möchte nur einen, dann nehmen Sie einfach eine größere Backpfanne. Sie haben doch schon viele zu Hause und dann können Sie das Ganze auch in groß backen. Und jetzt haben dann unsere Mitarbeiter Mittag und die freuen sich, wenn sie jetzt ein Stück frisch gebackenen Kuchen bekommen. Und wisst ihr, was ich euch sage? Hierzu noch ein bisschen Sahne schmeckt ja noch besser. Also dann, man sieht sich wieder, bis zum nächsten Mal und macht's es gut.